habe einen Job für dich. Und eine Wohnung. Nein, Christoph. Nein. Dieser Almosen. Ich verkrafte es nicht mehr. Den einzigen Fehler, den Arno gemacht hat, ist, dass er Philipp vertraut hat. Philipp kann dir doch sowieso nichts recht machen. Lasst uns aufhören mit Streiten. Hm? Setz dich. Nein, danke. Glaubst du wohl nicht im Ernst, dass ein Kind all unsere Probleme löst? Du hast wirklich nichts begriffen. Regst du dich denn so auf? Das ist wieder mal typisch. Aber du wolltest doch immer ein Kind, oder einfach nicht? Jan, warum kommst du jetzt damit an? Ausgerechnet jetzt? Ja, weil... Weil ich gerade an meine Karriere denke. Ach, Unsinn. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Na klar. Mein Leben ist ja völlig egal. Kannst du so etwas sagen? Ich mache mir sehr große Sorgen, Caroline. Um dich. Um deine permanent schlechte Laune. Und um unsere Beziehung. Und du glaubst, mit deinem Kind verschwinden alle Probleme wie von selbst? Nein, natürlich nicht. Aber es würde helfen... Diese Ehe noch zu kitten? Oder was? Ich verstehe dich wirklich nicht mehr. Verdammt. Ja, herein. Ach, Herr Lambrecht. Ja, was kann ich für Sie tun? Ihnen gefällt also das Zimmer? Ja, doch. Ja, ja. Nicht gerade üppig, aber praktisch. Tisch, Stuhl, Bett. Was will man mehr? Ja, die Miete. Miete immer im Voraus, Herr Brandner. Sowas abgemacht. Ich weiß, ich weiß. Könnte ja türmen. Eben. Und dann sitze ich hier. Leute, die nicht zahlen, können einen ruinieren. Wem sagen Sie das? Sie glauben gar nicht, was ich schon alles erlebt habe. Ja, doch, das glaube ich. Als Pensionswirt, da macht man sich einiges durch. Dann guten Abend noch. Ja, nein. Oh, Entschuldigung, ich dachte, das sei das Zimmer von Herrn Brandner. Wieso? Sie sind goldrichtig. Da ist er doch. Arno. Nick. Hattest du Besuch? Ja, es war mein Wirt. Er kassierte immer im Voraus. Wie angenehm. Ja, vor allen Dingen mit dem Komfort hier. Na, was soll's. Ich muss meine Ansprüche eben herunterschrauben. Setz dich doch. Danke. Gabriela, Daniel, wie geht's Ihnen? Haben Sie den Umzug verkraftet? Mhm. Die beiden lassen dich auch schön grüßen. Sie würden dich auch gerne mal hier besuchen. Ach so. Schön. Ich habe Ihnen deine Adresse nicht gegeben. Ach, danke. Ich würde sie auch gern sehen, aber nicht gerade hier. Du kannst sie ja besuchen. Morgen, im No Limits zum Beispiel. Ja, wann immer es passt. Im Moment habe ich viel Zeit. Hi. Hallo. Kann ich abräumen? Das können Sie später machen, Christiane. Wie Sie wünschen. Ich habe neulich im Bistro ziemlich blöd reagiert. Es tut mir leid. Schon okay. Setz dich doch. Danke. Philipp ist schwierig, keine Frage. Aber ich kann es nicht ab, wenn andere über ihn herziehen. Wahrscheinlich hätte ich mich in deiner Situation ähnlich verhalten. Ich kann mich bloß in Bezug auf Philipp überhaupt nicht verstehen. Sag mal, wollen wir Philipp nicht einfach ausklammern? Ich will keinen Stress mit dir. Okay. Ich werde mir Mühe geben. Wollen wir morgen zusammen frühstücken? Morgen habe ich schon eine Verabredung mit Marc. Aber du kannst gerne mitkommen. Ja, aber nur, wenn ich nicht störe. Ach Quatsch, überhaupt nicht. Ja, dann komme ich gerne mit. Wie ist eigentlich dein Zimmer? Das ist bescheiden, aber ganz gemütlich. Ist auch nur für den Übergang. Und ihr zwei, wie kommt ihr denn so klar? So dicht beisammen? Ach, es ist richtig nett in unserer kleinen Hütte. Ja, und wenn wir mal Auslauf brauchen,
Unser Wohnzimmer ist ja groß genug, hä? Ja, und ihr habt immer interessante Gäste zu Besuch. Die wir alle gar nicht kennen. Zu Karneval könnte es allerdings ein bisschen laut werden. Hilft nur eins, mitfeiern. Ja. Hey, schon wieder ein neuer Gast. Ninas Mutter. Ja, ob Nina auch schon aus den Staaten zurück ist? Ich frag mal, ne? Überraschung. Allerdings. Hey, da bist du ja. Hallo. Ich habe noch jemanden mitgebracht. Das ist Steffi, meine Freundin. Hallo. Hallo. Sie hat mich einfach mitgeschleppt. Ich hoffe, du hast nichts dagegen. Wieso sollte ich? Was wollt ihr denn trinken? Milchkaffee. Für mich ein Cappuccino, bitte. Alles klar. Wir hätten ganz gern zwei Milchkaffee und einen Cappuccino. Gerne. Hi. Ja. Ich wollte nur sagen, dass Uli etwas später vom Seminar zurückkommt. No, danke. Machst du mir einen Kaffee? Gerne. Hey, grüß dich. Willst du auch frühstücken, oder? Nee, ich muss nur den Keller was ausrichten. Isabel, das ist Tom Seifert, Ulis Freund. Hallo. Hallo. Wir kennen uns ja schon vom Sehen, Steffi Sander. Mhm. Ich hab schon viel von dir gehört. Das kann ich mir denken. Ja, was stehen wir denn jetzt rum? Willst du dich nicht setzen? Na, der Karnevalstower hält sich hier zum Glück in Grenzen. Gott sei Dank. Ich stehe da auch überhaupt nicht drauf. Tja, weil man im Rheinland wohnt, kommt man um die Narrenkapp nun mal nicht herum. Da habe ich aber andere Neuigkeiten. Ja, heute Abend zum Beispiel steigende schrille Gegenparty. Garantiert karnevalsfrei. Wie, du meinst so richtig ohne Büttenreden, ohne Alarv, ohne und ohne alles. Oh, da möchte ich gerne hin. Ja. Wenn ihr Lust habt, dann kommt doch einfach mit. Ja, das ist eine klare Zusage. Wie sieht's denn aus? Ist in der Pension noch ein Zimmer frei? Ach, es tut mir leid, ist alles belegt. Außer Ninas Zimmer natürlich. Das könnten Sie so lange haben. Oh, nein, nein, lassen Sie mal. Da gehe ich lieber ins Hotel. Sonst muss ich ja in einer Woche schon wieder umziehen. Hätten Sie ein Telefonbuch? Ja, ja, einen Moment. Klitsch. Muss los. Entschuldige mich. Was? Du bist schon weg? Ja, tut mir leid. Tschüss, Arno, bis bald. Ich saß wieder hier. Ja, wie du siehst. Bleibst du länger? Oh, an meinen Plänen hat sich nichts geändert. Ich werde in Düsseldorf bleiben. Es tut mir leid, dass zwischen uns alles. Wollte dich nicht vor den Kopf stoßen. Möchte, dass du das weißt. Arno, ich würde gerne verstehen, warum du dich anders entschieden hast. Willst du es mir nicht sagen? Kannst du nicht sagen. Weißt du, es gibt Umstände, die mich zwingen. Nee. Nimm es bitte so, wie es ist. Ja? Gibt es eine andere Frau? Nein. Entschuldige. Wiedersehen. Ich kann sagen, was ich will. Caroline kriegt alles in den falschen Hals. Woher soll ich wissen, dass sie plötzlich kein Kind mehr haben möchte? Ich habe doch nur versucht, sie zu verstehen. Das ist ja auch sehr schön von dir. Vielen Dank. Erzähl das lieber Caroline. Du hast einfach nur den falschen Weg gewählt. Du bist gut. Ich komme mir vor wie in einem Labyrinth. Ach, jetzt übertreibst du, Henning. Caroline fühlt sich verletzt, weil du ihre Arbeit nicht ernst genommen hast. Sie kann mit einem Kind im Moment wirklich nichts anfangen. Hat sie dir das so gesagt? Wieso? Weil ich meine Zweifel habe, ob das stimmt. Hängt sie wirklich so sehr an ihren Projekten oder ist das nur ein Vorwand? Was willst du damit sagen? Sie ist kalt und abweisend. Sie fühlt sich nicht verstanden. Wenn du ihr so wenig Interesse entgegenbringst, musst du dich nicht wundern. Ich kann nicht die ganze Zeit über Kunstbände oder sonst was philosophieren. Ich habe auch noch einen Job. Aber diese Zeit solltest du dir nehmen. So wie du? Wenigstens hat Caroline einen Schwiegervater, der sie versteht. Aber sie braucht dein Verständnis. Sie ist deine Frau. Vielen Dank, dass du mich daran erinnerst. Das hätte ich glatt vergessen. Guten Tag. Entschuldigen Sie bitte, dass ich Sie so einfach anspreche. Aber ich habe Sie eben mit Arno Brandner zusammen gesehen. Ja? Ich bin Elisabeth Ryan. Ich weiß, wer Sie sind. Ja? Und Sie sind? Nick Prozeski. Wir sind uns schon mal vorgestellt worden. Danke. Darf ich fragen, woher Sie Arno kennen?
Ja, ich bin mit Arno befreundet. Ach so. Dann wissen Sie vielleicht, was mit Arno los ist. Warum er sich plötzlich so zurückgezogen hat. Arno hat im Moment ziemliche Schwierigkeiten. Schwierigkeiten? Was für Schwierigkeiten? Nun ja. Alter, mein Gott, was ist denn daran so Geheimnisvolles? Ich möchte mich bitte dazu nicht näher äußern. Tut mir leid. Nick, bitte, mir können Sie es doch sagen. Nein, ich kann nicht. Ich habe Arno mein Wort gegeben. Wiedersehen. Ciao. Bis nachher. Tschüss. Echt nett, deine Freundin. Wer? Ja, Isabel. Ist wirklich ziemlich hübsch. Findest du? Sie ist aber nicht meine Freundin. Ah, entschuldige. Da habe ich wohl irgendwas falsch interpretiert. Kein Problem, das kommt schon mal vor. Aber sie gefällt dir doch. Oder sehe ich das jetzt auch völlig falsch? Sie ist nett. Ich hatte eher den Eindruck, du stehst auf sie. Ach ja? Es kann natürlich auch sein, dass ich mich täusche. Oder auch nicht. Und, seid ihr noch länger geblieben in No Limits? Elisabeth war noch da, als ich gegangen bin. Elisabeth? Ach so. Sie hat nach dir gefragt. Sie kann nicht verstehen, warum... Aber du hast dir doch nichts gesagt. Nein, habe ich nicht. Aber sie tut mir leid, weißt du? Warum sagst du ja nicht die Wahrheit? Ist doch nichts dabei. Dass ich pleite bin, in einem Loch wohne, das meinst du? Sie könnte dir bestimmt helfen. Oh ja, ein Absteiger wie ich hat ja auch eine enorme Anziehungskraft. Arno und seine Sturheit. Sie ist vielleicht die einzige Person, die dich retten kann. Rettung. Meine Rettung. Ich bin der Einzige, der sich retten kann. Würdest du dich von einer Frau retten lassen, die du liebst? Du liebst sie? Es kann nicht mehr weit sein. Nee, ich glaube, wir müssen nur noch um zwei Blöcke. Hast du eigentlich Philipp Bescheid gesagt? Nein, er ist gerade im Urlaub. Ach so. Ich weiß auch nicht, ob ich ihn eingeladen hätte. Ich habe im Moment keine Lust, ihn zu sehen. Und bei dir? Kein heißer Verehrer? Ich bin immer noch solo. Aber es gibt doch einen Kandidaten, oder? Ich wüsste jetzt nicht wen. Wieso? Kommt Marc etwa nicht auf die Party? Marc? Das ist ein guter Freund. Sonst nichts. Aber er sieht sehr gut aus und ist ziemlich nett. Ja, schon. Aber da läuft nichts. Komm, mach mir doch nichts vor. Ich mach dir nichts vor. Marc ist absolut nicht mein Typ. Und damit basta. Oh, entschuldige bitte. Wenn ich dich störe, gehe ich rüber in die Bibliothek. Nein, nein, bitte. Du störst überhaupt nicht. Ihr hattet wieder Streiten? Es ist wirklich schlimm im Moment. Henning spinnt. Er denkt allen Ernstes gerade jetzt an Kinder, wo wir die größten Eheprobleme haben. Nimm ihm das nicht übel. Er möchte gern, dass ihr etwas Gemeinsames habt. Stimmt ja auch. Aber auf diese Weise funktioniert das nicht. Weißt du, Henning ist manchmal ein bisschen... egoistisch? Oder was wolltest du sagen? Henning ist manchmal ein bisschen... ungeschickt. Eine schöne Beschreibung für den völligen Mangel an Feingefühl. Oh, das ist aber nun sehr hart, Caro. Aber es ist wahr. Er hat überhaupt kein Verständnis für mich. Warum ist mir das nicht früher aufgefallen? Er war in letzter Zeit sehr mit sich selbst beschäftigt. Die ganze Situation hier auf Friedenau und Clarissa und... Du nimmst ihn immer in Schutz. Nein, das stimmt nicht. Ich möchte nur, dass ihr euch beide wieder vertragt. Henning liebt dich. Über alles. Caroline. Bitte. Wir werden uns immer fremder. Auf die Tanzfläche! Sollen wir? Ja, klar! Und nun, Ladies and Gentlemen, schreiten wir zu unserer ganz speziellen Tombola! Passt auf, das wird eine richtig schrille Performance! Lang erwartet, heiß ersehnt, jetzt geht's gleich ab in Zweierpack! Zweierpack? Was soll das denn sein?
Mitmachen kann jeder, doch. Nur zu zweit. Sucht euch einen Partner, Leute, für das große Los. Homo, sowieso. Bisexuell, transsexuell, multikulturell. Alle Kombinationen sind willkommen. Notfalls auch hetero. Sehr ein witziger Typ. Rangehen, rangehen! Zugreifen hier! Mit 5 Mark seid ihr dabei. Es winken tolle Preise für den Zweierhaushalt. Wie zum Beispiel einen Stabmixer. Ich glaube, den Programmteil schenke ich mir. Ja, ich auch. Ich habe noch nie was in der Tombola gewonnen. Warum nicht? Vielleicht gewinne ich für uns beide ja das ganz große Los. Ah, ich sehe schon. Marc will ihr einen Stabmixer schenken. Danke. Das ist doch klasse. Haushaltsgeräte kann man immer gebrauchen. So, und hier ist das Los für Isabel. Ja, worauf wartest du? Willst du keinen Mixer? Doch, danke. Ja, dann bin ich ja jetzt mal gespannt. Ein Kuss, Nick. Was ist das schon? Millie wird es verkraften. Es wäre besser nicht passiert. Was meinst du, wie oft ich mir sowas schon gesagt habe? Matt. Ach nee. Wenigstens gewinne ich noch im Schach. Vielleicht ein gutes Omen. Ist es schon wieder soweit? Herein! Guten Abend. Ich weiß, die Miete. Wenn Sie wollen, können Sie auch für eine Woche zahlen. Dann brauche ich nicht jeden Abend reinkommen. Reizvoller Gedanke. Ich weiß nur nicht, ob ich noch eine Woche bleibe. Wie Sie meinen. Dann bis morgen. Wiedersehen. Ob der wirklich jeden Abend, um hier abzukassieren? Ja, das scheint ja das übliche Zahlungsritual zu sein und so eine Absteige. Mein Gott, bin ich froh, wenn ich hier rauskomme. Hast du denn schon was in Aussicht? Noch nicht, aber es wird doch gelacht, wenn ich nicht bald eine Wohnung finde. Blöde Frage, aber wie willst du im Moment die Miete zahlen? Du weißt doch, ich hab's Auto verkauft. Mit dem Geld komme ich eine Weile hin. Was ich brauche, ist ein Job. Na, mit deiner Berufserfahrung kriegst du bestimmt bald was. Nicht aufgeben. Nicht aufgeben. Gut, dass du kommst. Christiane, Sie können gleich weitermachen. Komm, setz dich. Ich weiß, dein Vorschlag mit dem Kind war gut gemeint, aber er kam leider im völlig falschen Moment. Das habe mittlerweile sogar ich gemerkt. Stell dir vor. Ich habe vielleicht etwas überreagiert. Überreagiert? Du bist ausgerastet wie eine Furie. Danke für das Kompliment. Du warst auch nicht gerade sensibel. Nur weil ich dich gefragt habe, ob du ein Kind haben möchtest? Ich bin dein Mann, erinnerst du dich? Leider. Ich will keinen Mann, der sich nicht für meine Arbeit interessiert. Hast du geglaubt, ich lasse den Lehrauftrag einfach sausen, weil dir plötzlich ein Kind einfällt? Natürlich nicht. Du bist ja so eine große Künstlerin. Na bitte. Für dich ist das alles Spinnerei. Du bist absolut ignorant. Ach so. Wann hast du mich denn das letzte Mal nach meinem Job befragt, hä? Wie bitte? Ich frage dich andauernd. Ja? Was denn? Ich bin ganz Ohr. Was macht Avatex? Wie geht es im Gestüt voran? Andauernd. Das sind doch alles nur Floskeln. Reine Höflichkeit. Du interessierst dich überhaupt nicht für mich. Na ja, und warum stehe ich dann da und verschwende meine Zeit? Jetzt reicht's mir aber. Du verschwendest meine Zeit. Ich kann hier nicht rumstehen und stundenlang debattieren. Ich bin nämlich kein Künstler. Ich muss für mein Geld arbeiten. Habt ihr euch wieder gestritten? Ja. Diesmal war es schlimmer als beim letzten Mal. Hast du Kopfschmerzen? Du brauchst frische Luft. Lass uns spazieren gehen. Mir platzt gleich der Kopf. Thank you.
Das ist ja ganz lustig, aber wir zahlen jetzt immer den Hauptgewinn ziehen, oder? Ja, was soll das schon sein auf dem Stock? Oh, la, la. Du, ich habe auch schon ein schlechtes Gefühl. So, Leute. Und jetzt der Hauptgewinn. Ja, ja endlich. Ich kann es nur noch abwarten. Achtung, aufgepasst. Die Spannung steigt. So. And the winner is Nummer 1766. Juhu! Und? Das ist, habt ihr gewonnen oder nicht? 1766. Und wo sind die Glücklichen? Hier! Dann nach vorne bitte. Ah, oh nein. Applaus! Applaus! Und wie heißt du, Schätzchen? Isabel. Ah, Isabel. Und dieser gut aussehende junge Mann? Marc. Marc, oh. Schöner Name. So, und jetzt wollt ihr natürlich alle wissen, was der Marc und die Isabel gewonnen haben. Hm? Ein romantisches Wochenende für Verliebte. In einem 5-Sterne-Hotel. Wow! Ah. Mit einem riesigen Dom. Aber das nächste Mal lade ich dich ein. Hat's dir nicht geschmeckt? Doch, aber ich möchte mich nicht auf deine Kosten durchfressen. Na, hör mal, für Essen und Trinken reicht's gerade noch, ja? Hab den Wagen günstig verkauft, war ein guter Wagen. Schon wieder der Lamprecht. Hab doch gerade gezahlt. Ja, vielleicht hat er die Miete erhöht? Ja. Guten Abend. Fischer. Darf ich vorstellen, mein Konkursverwalter. Wir kennen uns bereits. Tut mir leid, dass ich stören muss. Aber wir müssen dringend etwas besprechen. Soll ich rausgehen? Nein, nein, bleib nur. Worum geht's denn? Um Ihr Auto. Ist es richtig, dass Sie es verkauft haben? Ja, das stimmt. Wieso? Der Wagen ist Teil der Konkursmasse. Das Auto gehört nicht mehr Ihnen. Sie dürfen darüber ebenso wenig verfügen, wie über das Anlagevermögen der Firma. Aber der Wagen ist bereits verkauft. Das ist nicht mehr rückgängig zu machen. Das ist auch nicht notwendig. Sie müssen mir nur den Erlös für den Wagen aushändigen. Was? Wenn Sie das Geld behalten, wäre das Unterschlagung. Henning kann und will mich einfach nicht verstehen. Er gibt sich doch aber sehr viel Mühe. Wir streiten uns doch nur noch. Schön, ihr hattet ein paar Auseinandersetzungen. Er hat überhaupt kein Gespür. Weder für Kunst noch für meine Arbeit und schon gar nicht für mich. Soll ich meinem Herrn Sohn mal ins Gewissen reden? Er macht einen großen Fehler, wenn er deine Ambitionen blockiert. Warum versteht Henning mich nicht so gut wie du? Oh. Komm, ich helfe dir.